Geisel aus der FDP-Fraktion und Dr. Martin Buschmann zum Abschluss der Fraktionsklausur. Das Wort hat Christian. Ja, meine Damen, meine Herren, wir haben gestern und heute intensiv getagt und uns beraten. Natürlich stand im Zentrum Corona als gesundheitliche, aber eben auch als wirtschaftliche Krise. Wir Freien Demokraten sind wegen der wirtschaftlichen Entwicklung in Sorge. Wir sind näher bei Markus Söder als bei Peter Altmaier. Herr Söder spricht zu Recht davon, dass wir noch nicht über den Berg sind und möglicherweise die größten wirtschaftlichen Probleme noch gar nicht gesehen haben. Wir möchten, dass Deutschland so schnell wie möglich aus der Kurzarbeit herauskommt, sprich, wir wollen so schnell wie möglich die auch wirtschaftliche Gesundung unseres Landes sehen. Wir möchten allerdings auch mehr als nur die Krise überwinden. Unser Anspruch ist es, dass Deutschland aus dieser Krise gestärkt hervorgeht, dass also Defizite, die bekannt geworden sind durch die Krise und solche, die vorher schon offensichtlich waren, jetzt angegangen werden. Hierzu haben wir als Fraktion der Freien Demokraten schon in der Vergangenheit eine Reihe von Beiträgen geleistet und bei dieser Klausur noch einmal den Fokus scharf gestellt auf eine Reihe von Feldern wie etwa der Bildung, der gesundheitlichen Krisenstrategie und der marktwirtschaftlichen Erneuerung des Landes, also einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Dazu wird mein Kollege Marco Buschmann gleich im Detail noch sprechen. Wir befinden uns jetzt auch ein Jahr vor der Bundestagswahl. Diese Klausurtagung läutet zugleich das letzte Viertel der Legislaturperiode ein. Wir haben durch unsere Konzepte, die wir heute beschlossen haben, markiert, dass wir dieses Land verändern wollen, dass wir dieses Land aus Regierungsverantwortung heraus verändern wollen. Das ist unsere Mission. Wir sehen uns als einzige politische Kraft im Parlament, die im Zweifel für Freiheit und Bürgerrechte streitet. Auch unter Bedingungen der Pandemie sind uns Bürgerrechte die Orientierung unserer politischen Arbeit. Wir wollen staatliches Handeln immer am Maßstab der Verhältnismäßigkeit messen. Und wir stehen ohne Einschränkungen zur Idee der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist gegenwärtig unter Druck von zwei Seiten, durch Corona. Zum einen durch die digitale Plattformökonomie, also mächtige Spieler, die auch die Regeln des Spiels verändern können. Und auf der anderen Seite eine gelenkte Staatswirtschaft mit immer neuen Interventionen, immer neuen Eingriffen in die wirtschaftliche Freiheit oder gar der Verstaatlichung von Unternehmen. Wir stehen für die soziale Marktwirtschaft und stehen gegen Machtwirtschaft und gegen gelenkte Staatswirtschaft. Bei unserer Klausur hatten wir ein Gespräch mit unserem Freund, unserem Parteifreund, dem Ministerpräsidenten der Niederlande, Mark Rutte. Wir waren uns einig darin, dass Europa bei der Bekämpfung der Corona-Krisenfolgen an einem Strang ziehen muss. Es darf nicht erneut zu Grenzschließungen kommen. Auch in einer Pandemiesituation muss es weiter grenzüberschreitende Zusammenarbeit geben, müssen wir uns auch unterstützen, beispielsweise mit der Lieferung von Hilfsgütern. Mark Rutte hat in dem Zusammenhang übrigens die Zusammenarbeit mit gerade der schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen gelobt, die ja für vieles Vorreiter in der Corona-Politik gewesen war. Wir haben mit Mark Rutte natürlich gesprochen über die Verhandlungen zum europäischen Wiederaufbauplan. Wir haben ihm gedankt für seine konsequente Haltung. Wir sind gemeinsam der Meinung, dass jedes Mitglied der Europäischen Union zu Hause seine Hausaufgaben bei Reformen erledigen muss, damit die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union insgesamt besser wird. Wir haben darin übereingestimmt, dass die jetzt in Aussicht gestellten Mittel nicht verwendet werden dürfen zur neuerlichen Verdeckung altbekannter Strukturdefizite, sondern dass sie genutzt werden müssen für die Finanzierung von Zukunftsaufgaben. Ich nenne als ein Beispiel einmal eine europäische Wasserstoffunion. Es wäre besser, Geld einzusetzen, um im Süden Europas mit Photovoltaik grünen Wasserstoff zu produzieren, als in Deutschland ThyssenKrupp zu verstaatlichen und mehr Subventionen für Windenergie auch dort zu zahlen,
wo der Wind besonders selten weht. Das ist ja die gegenwärtige Planung unserer Bundesregierung. Wir haben aber auch die gemeinsame Haltung betont, dass die Europäische Union nicht zu einer Schuldenunion werden darf. Mark Rutte auch selbst war verwundert über die Interpretation von Olaf Scholz zu Wiederaufbauplan und der Verschuldungsmöglichkeit der Europäischen Union. Es ist gedacht, und nur dafür könnten wir auch im Bundestag eine Zustimmung signalisieren, dass selbstverständlich es eine einmalige und automatisch auslaufende Möglichkeit der Europäischen Union bleibt, in dieser Ausnahmelage in die Verschuldung zu gehen. Das darf eben nicht eine grundlegende Veränderung der europäischen Finanzarchitektur werden, wie Herr Scholz das immer wieder als geradezu neue Staatsphilosophie preist. Wir wollen proeuropäisch sein, aber wir wollen zugleich auf solide Finanzen und ein wirtschaftlich wettbewerbsfähiges Europa setzen. Nur dann kommen wir gemeinsam gestärkt aus der Krise. Wir haben uns in dieser Haltung sehr wohl gefühlt, die Einschätzungen aus Den Haag zu hören. Ja, lieber Marco, zu unseren Fraktionsbeschlüssen. Ja, vielen Dank. Also wie Christian Lindner eingangs sagte, wir haben an zwei Zielen gearbeitet. Natürlich, dass wir alle gesund, medizinisch gesund durch die Krise kommen, aber auch, dass das Land wirtschaftlich möglichst schnell wieder gesund wird. Das waren sozusagen die Oberziele. Und zu beiden dieser Oberziele haben wir eine ganze Reihe guter Konzepte beschlossen. Ich will nur mal sagen zum ersten Punkt, dass wir nämlich alle gesund durch die Corona-Zeit kommen. Dazu ist ein entscheidender Baustein eine kluge Teststrategie in Deutschland. Wir haben das Glück, dass wir in den eigenen Reihen einen ausgewiesenen Fachmann für diese Themen haben. Also ist unter der Leitung von unserem Kollegen Professor Dr. Andrew Ullmann, der ja nicht nur Medizinprofessor ist, sondern auch noch Infektiologe, eine Teststrategie erarbeitet worden. Sehr klug, sehr fachlich, aber wo ich glaube, drei wichtige Antworten enthalten sind, die nämlich klare Standards vorgeben, wie in Deutschland die Wirklichkeit der Testpraxis aussehen muss. Sie alle kennen ja die Probleme. Es wird getestet und dann dauert es zum Beispiel in Bayern 10, 11, 12 Tage, bis man das Ergebnis bekommt. Dann muss man sich entweder in Quarantäne begeben oder gefährdet, weil man das Ergebnis noch nicht weiß, andere Menschen. Das ist ein eigentlich unerträglicher Zustand. Viele Menschen klagen darüber, dass sie gar nicht genau wissen, wann und wo und unter welchen Umständen sie sich testen lassen können. Und immer wieder wird die Frage gestellt, gibt es eigentlich genug Kapazitäten? Und diese drei Fragen beantworten wir in unserem Strategiepapier. Nicht nur diese Fragen, aber ich glaube, die sind ausgesprochen praxisrelevant, dass wir in Deutschland dazu kommen müssen, dass der Getestete innerhalb von 24 Stunden sein Ergebnis haben muss. Nicht, dass es irgendwo innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis gibt und man dann noch mal eine Woche darauf wartet, sondern dass der Getestete innerhalb von 24 Stunden sein Ergebnis kennen muss, um dann auch Kraft seiner eigenen Verantwortung die Konsequenzen daraus zu ziehen, um andere Menschen nicht zu gefährden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag, ein Stück weit auch Sicherheit, das Gefühl, diese Krise auch beherrschen zu können, den Menschen zu vermitteln. Dafür brauchen wir Ausweitung von Testkapazitäten, das ist völlig klar. Da schlagen wir vor, auch unkonventionelle Wege einzuschlagen. Also man kann auch beispielsweise in veterinärmedizinischen Labors PCR-Tests durchführen. Das sagen unsere Fachleute. Und warum schreckt man eigentlich davor zurück? Bevor man Menschen warten lässt auf die Ergebnisse, warum nutzt man nicht solche unkonventionellen Möglichkeiten? Da ist auch entsprechende Qualität gewährleistet, weil sauber methodisch getestet werden muss, auch in veterinärmedizinischen Labors. Die können auch nicht schlampen. Und das Dritte ist, wir brauchen Transparenz und Aufklärung darüber, wer sich wann, wo, unter welchen Bedingungen testen lassen kann. Es kann nicht sein, dass zum Teil immer noch Umstände herrschen, dass Menschen von Pontius zu Pilatus geschickt werden. Das ist unzumutbar, das ist unerträglich, da müssen wir Klarheit schaffen. Und das sind drei wichtige praxisrelevante Punkte aus unserer Teststrategie für Deutschland, die, wie gesagt, unter sehr sachkundiger Leitung erstellt worden sind. Schwerpunkt unserer Beratung war allerdings die Frage, wie das Land möglichst schnell wirtschaftlich wieder gesund wird.
Und da ist es, glaube ich, auch entscheidend, dass man nicht irgendwie vor sich herwurschtelt, sondern dass man eine klare Strategie entwickelt, die darauf beruht, dass wir wissen, womit wir es hier zu tun haben. Die Corona-Wirtschaftskrise ist ein externer Schock. Und bei solchen externen Schocks ist es natürlich entscheidend, dass man zu Beginn stabilisiert. Das haben auch wir für richtig gehalten, dass man beispielsweise mit der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes den Wirtschaftskreislauf stabilisiert, genauso wie man den Kreislauf eines Menschen stabilisiert, wenn der sich unter Schockzustand befindet. Aber genauso wahr ist auch eine andere Tatsache, dass man nicht ewig in diesem Stabilisierungsmodus verbleiben darf, weil man sonst die Handlungsfähigkeit des Staates gefährdet. Denn eine Tatsache muss man sich immer bewusst führen, und da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Wirtschaft muss das Geld verdienen, aus dem sich der Staat finanziert. Wenn der Staat selber versucht, dauerhaft die Wirtschaft zu finanzieren, wird er sich überheben und wird an den Rand des Kollaps geraten. Die Wirtschaftsgeschichte ist voll von diesem Beispiel. Und deshalb müssen wir ein gemeinsames Interesse haben, zwischen allen Parteien möglichst schnell aus der Phase der bloßen Stabilisierung möglichst schnell in die Phase eines wirtschaftlichen Comebacks zu kommen, sprich einen selbsttragenden Aufschwung vorzubereiten. Und ein selbsttragender Aufschwung geht nur dann, wenn private Investitionstätigkeit in Gang kommt. Der Staat kann helfen, der Staat kann anschieben, der Staat kann auch mal stabilisieren, aber private Investitionen sind das, was ein subventioniertes Strohfeuer von einem selbsttragenden Aufschwung unterscheidet. Und deshalb ist es unsere Pflicht, möglichst schnell dafür zu sorgen, dass die Voraussetzungen für private Investitionen verbessert werden. Das haben wir in der Vergangenheit schon belegt über Konzepte für die Entlastung, beispielsweise steuerlich. Und dass das erforderlich ist, ist ja auch völlig klar. Erstens, in einer Krisensituation lösen sich die Rücklagen der Betriebe und der Bürger auf. Private Investitionstätigkeit kommt erst wieder dann in Gang, wenn ein Stück weit diese Rücklagen aufgefüllt sind. Und deshalb ist klar, wenn wirtschaftliche Aktivität wieder in Gang kommt, müssen wir den Bürgern und Betrieben ein Stück weit mehr von dem lassen, was sie sich selbst verdienen, damit diese Rücklagen schnell aufgefüllt werden und dann die private Investitionstätigkeit möglichst schnell wieder in Gang kommt. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, und die sind faszinierend, weil sie kein Geld kosten. Und das ist einer der Schwerpunkte bei unseren Beratungen gewesen, nämlich das große Thema Bürokratieabbau. Bürokratieabbau ist deshalb so faszinierend, weil es Politik ist, die kein Geld kostet. Bürokratieabbau ist der günstigste Baustein einer Strategie zu einem wirtschaftlichen Comeback. Und wir haben 55 konkrete Punkte vorgelegt, wo der Staat schnell, ohne dass es Geld kostet, einen Beitrag leisten kann, um private Investitionstätigkeit wieder in Gang zu bringen. Ich will Ihnen nur mal drei konkrete Beispiele nennen, dass Sie merken, dass wir hier nicht nur sozusagen mit Sonntagsreden agieren, sondern wirklich in die Detailarbeit reingegangen sind. Ich will mal ein erstes Beispiel nennen, das für die Solo-Selbstständigen besonders bedeutsam ist. Die Solo-Selbstständigen sind ja nicht nur schon genug gestraft durch die Krise selber, die Solo-Selbstständigen sind auch gestraft durch die stiefmütterliche Behandlung durch Herrn Scholz, und die Solo-Selbstständigen leiden nach wie vor unter einem dritten S, nämlich dem Statusfeststellungsverfahren. Das Statusfeststellungsverfahren klärt, ob der Solo-Selbstständige wirklich Solo-Selbstständiger ist oder nicht doch ein Scheinselbstständiger. Und dieses Statusverfahren ist extrem langwierig, ist kompliziert. Es führt nicht nur dazu, dass der Solo-Selbstständige selber enormen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt ist, sondern auch sein Kunde. Und wenn Sie versuchen, als Solo-Selbstständiger, der dieses Verfahren noch nicht abgeschlossen hat, Kunden zu finden und die Sie fragen, ist das Statusfeststellungsverfahren bei Ihnen abgeschlossen, und Sie sagen nein, dann wird der Kunde einen Teufel tun, Ihnen einen Auftrag zu erteilen, weil er sich selber in die Gefahr bringt, Schuldner für Sozialversicherungsbeiträge zu werden. Und deshalb wollen wir, dass dieses Statusfeststellungsverfahren möglichst schnell vereinfacht wird. Das kann man mit wenigen Positivkriterien gestalten, und dann kann man in kürzester Zeit diese wichtige Frage klären und dieses Damoklesschwert über den Köpfen der Solo-Selbstständigen entfernen. Ich will ein zweites Beispiel, auch hochgradig praxisrelevant. Die meisten von Ihnen werden sich ja vermutlich auch im Homeoffice befinden. Und ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Ihre Arbeitszeit muss ja erfasst werden.
Alleine schon, um dafür zu sorgen, dass Sie nicht den Mindestlohn unterschreiten. Ich weiß nicht, wie relevant das bei Ihnen ist, ich kenne Ihre Verträge nicht, aber auch darauf muss in Deutschland Acht gegeben werden. Dafür ist der Arbeitgeber zuständig. Was macht der Arbeitgeber? Der fragt Sie natürlich, naja, wie lange habt ihr denn da gesessen? Aber er bleibt dafür zuständig. Und dann wird diese Aufzeichnungen, die Sie machen, werden dann einfach nochmal gedoppelt. 80.000 Arbeitsstunden fallen dafür in Deutschland an. So ein Quatsch. Warum können wir nicht einfach sagen, Menschen, die im Homeoffice sind, die dokumentieren selber ihre Arbeitszeit, insbesondere bei der Vertrauensarbeitszeit im Homeoffice. Und wir glauben einfach mal, dass die Arbeitnehmer sich nicht selbst ausbeuten an dieser Stelle. Wir glauben es ihnen einfach mal. Drittes Beispiel, Rentnerinnen und Rentner. Sie fragen sich, was hat das mit Investitionen zu tun? Das will ich Ihnen sagen. Wir muten Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland zu, dass sie eine Steuererklärung abgeben. Und das macht ja auch Sinn, wenn die noch Einkommen aus Mieten, Verpachtungen, vielleicht auch noch unternehmerisch tätig sind. Aber wir muten es in Deutschland Millionen von Rentnerinnen und Rentnern zu, die ausschließlich Einkünfte aus Rentenzahlungen erhalten, eine Steuererklärung abzugeben. Das, obwohl der Staat selber weiß, wie viel die bekommen, weil alles, was die bekommen, bekommen sie von einer staatlichen Stelle, nämlich der gesetzlichen Rentenversicherung. Und wozu führt das? Also jedenfalls in der Generation meiner Eltern, wenn ich eine Steuererklärung abgebe und ich habe den Bescheid noch nicht, dann lege ich lieber was zurück. Wer weiß, was da kommt. Das ist kein Beitrag, dass die Leute konsumieren, sondern es ist ein Beitrag, dass die Leute das Geld zusammenhalten. Es ist darüber hinaus bürokratischer Aufwand in den Steuerbehörden. Warum können wir nicht einfach sagen, dass Menschen, die ausschließlich Einkommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, einfach ihren Fertigbescheid bekommen, weil der Staat alles weiß, was er wissen muss, um den Bescheid zu erstellen, zumindest eine vorausgefüllte Steuererklärung. Das sind drei Beispiele von 55, die wir beraten haben und zusammengestellt haben, die unser aller Leben nicht nur leichter machen, das ist ein schöner Nebeneffekt, sondern die unser Land entbürokratisieren und damit einen Beitrag zu einem selbsttragenden Aufschwung leisten, ohne dass man 1 Euro Geld in die Hand nehmen müsste. Das Ganze soll natürlich dazu führen, dass wir möglichst schnell raus aus der Krise kommen, aber unser Motto ist ja mehr als nur raus aus der Krise, weil was wir uns wünschen, ist natürlich auch nicht nur eine medizinische Gesundung, eine wirtschaftliche Gesundung, sondern wir wünschen uns eine gesunde Fehlerkultur, sprich, dass wir die Lerneffekte aus der Krise für unser Land auch nutzbar machen. Und das bedeutet, dass wir nicht nur einfach eine neue Normalität wollen, die wie die alte aussieht, sondern eine neue Normalität, die eine bessere Normalität ist. Und was das bedeutet, will ich Ihnen an 2 Beispielen noch mal kurz erläutern. Wir wissen, dass wir enorme digitale Defizite haben im Bildungssystem. Und natürlich ist es so, wir wollen zurück in den Regelunterricht, wenn Corona vorbei ist. Niemand kann den motivierten Lehrer, die motivierte Lehrerin vor der Klasse ersetzen. Aber wir wissen schon heute, dass digitale Bildung ein Baustein auch in einer neuen Normalität sein kann. Das ist nicht nur eine Frage der Krisenbewältigung, das ist auch wichtig. Aber digitale Lehr- und Lernmittel können individuelleres Lernen ermöglichen. Und deshalb ist es für uns entscheidend, dass wir die Lerneffekte dieser Krise jetzt auch für den künftigen Regelunterricht nutzen. Und da ist eins entscheidend, das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, dass wir dafür sorgen, dass in jede Schultasche ein digitales Endgerät gehört. Wir sehen es jetzt schon in Corona. Es gibt Kinder, die aufgrund des Geldbeutels der Eltern über solche digitale Endgeräte nicht verfügen. Und wir haben die Erfahrungsberichte von den Lehrern, dass sie nicht wissen, was mit diesen Kindern ist, die nicht an den digitalen Formaten, so unvollkommen, wie sie sein mögen, aber es gibt ja schon welche, teilnehmen. Und wir wissen nicht, was dort passiert. Die werden abgehängt. In einem Land, das ohnehin schon separiert Bildungschancen nach dem Einkommen der Eltern wie kaum ein anderes Land der OECD-Staaten. Und deshalb gehört unserer Meinung nach im Zweifelsfall auch staatlich finanziert, gerne auch aus Mitteln des Bundes, gerne auch unter einer weiteren Öffnung des Kooperationsverbots in der Bundesverfassung, gehört in jede Schultasche ein digitales Endgerät. Zweitens reicht es aber auch nicht nur, Technik zur Verfügung zu stellen. Wir brauchen Digitalpädagogen. Was meinen wir damit?
Wir wissen, dass die Erfolgsbeispiele aus anderen Ländern auch daran hängen, dass wir die Lehrerinnen und Lehrer nicht einfach mit Technik und Kabeln und Computern und Software alleine lassen. Wenn die nicht daran ausgebildet sind, wenn es niemanden gibt, der sie an die Hand nimmt, wenn es niemanden gibt, der die Fortbildung organisiert und zeigt, wie es geht, bleibt das Zeug ungenutzt in der Ecke stehen. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Länder und der Bund einen Studiengang für Digitalpädagogik einrichten, dass wir in Deutschland gezielt Digitalpädagogen ausbilden und an die Schulen schicken. Nicht nur, um die Kinder darin zu unterrichten, sondern vor allen Dingen auch, um in den Kollegien dafür zu sorgen, um zu zeigen, was geht heute schon, wie kann ich individuelleres Lernen möglich machen, wie geht das praktisch, wie kann ich das in meinen Regelunterricht einbauen und auch natürlich, wie es technisch funktioniert. Das ist, wenn Sie so wollen, so eine Analogie zum Wirtschaftsingenieur, wo ja auch zwei Kompetenzen zusammengeführt werden. Wollen wir den Digitalpädagogen, der eben pädagogische Kompetenz mit technischer Kompetenz verbinden? Wenn Sie einen Informatiker in ein Schulkollegium schicken, dürfen Sie nicht erwarten, dass es anschließend große Begeisterung und Applaus gibt, sondern Sie brauchen jemanden, der diese beiden Welten zusammenführt. Und das ist für uns der Digitalpädagoge. Sie sehen daran, wir machen ein klares Angebot, wie wir medizinisch gesund durch die Krise kommen. Wir machen ein klares Angebot, wie wir wirtschaftlich durch die Krise kommen. Und ich glaube, dass uns eines insbesondere von den Parteien der Großen Koalition unterscheidet. Nämlich, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die möglichst schnell aus der Stabilisierungsphase raus wollen. Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass es so verlockend ist, möglichst lange, möglichst viel Geld an möglichst viele Leute zu verteilen, weil eine Bundestagswahl im nächsten Jahr ansteht. Und ich persönlich halte es für verantwortungslos, wenn man Interessen an einer Wahlkampfstrategie über die Interessen nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung dieses Landes stellt. Und all die Menschen, die das ähnlich sehen, haben mit uns damit auch ein klares konzeptionelles Angebot, für das sie sich entscheiden können. Und damit möchte ich meine Ausführungen an dieser Stelle beenden. Herzlichen Dank. Wir hätten sogar noch mehr Papiere gehabt. Ja. Synthetische Kraftstoffe zum Beispiel. Wenn Sie Interesse haben, können wir auch das noch darstellen. Sehr gutes Papier. Ja, wir haben, glaube ich, schon viel Material ja. angeboten. Wir verschicken natürlich gerne alles, was wir beschlossen haben. Dann bis später vermutlich, ne?